because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Sure, this can wait. Arriba, arriba, andale, andale. Rauf auf die Kutsche hier, auf das Pferd. So. Ja, mit Schwarzen wieder los, wa? Ach, heje. Soll nicht rassistisch klingen, um Gottes Willen. Das sieht auch mehr wie ein Indianer aus, ne? Ja, nicht ganz. Dunkel ist er auf jeden Fall. Wieso, ist doch eine Tatsache, dass er ein andersfarbiger ist. Naja, aber du weißt ja, wie das ist. Viele halt könnten das ja. Indigo. Ja, viele können das ja anders auffassen und das versuche ich mir zu vermeiden. So was. Na, da benutzt aber auch andere Ausdrucksweisen, die denke ich mal, eher in die Kategorie gehen. Also, wenn du das wirklich so meinst, wie du das denn in diese Richtung gehen soll, dann merkt man das wohl schon. Oh, es blendet mich heute enorm auf das ganze Licht hier, ich weiß nicht. So where does it end? Where does what end? The movement, the running. Dutch, hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, warte mal. Mal ganz kurz auf die Map gucken. Wo führt er uns hin? Ah, gut, ich bin schon da. Okay, okay. Well, let's take a look around. Und da. Ruhig. Mensch, halt doch mal an, du. Mensch, ich sag ja, ich brauche einen Führerschein für das Vieh. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Oh. Oh, offenes Gelände, vorsichtig. Nicht, dass sie mit mal aus der Büsche gesprungen kommen. So geht's dir gerne. Let's be careful, Arthur. Hmm. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, bait second. Oh, lad mal nach, Junge. Oh. Survival's for the sake of it. Quit talking. All right, Charles, let's go take a look. Schauen wir mal. Mhm. Look, here it is. Few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Niemand? Oh, irgendwas noch zu holen sein oder was? Oh, der Grill ist stark, ne? Das zieht dir bestimmt hin. Dosenmaus. Guck mal, hier ist noch mehr. Bohnen. Nochmal Boon. Schön vorsichtig, meine Herren. Schön vorsichtig. Ist hier auch noch was? Nö. Oder? Nö. Doch, da stand doch eben neben. Mann, du. Also dieses Menü manchmal. Vergiss mich immer aus der Sonne. Ja, Pistolen holen. Gut, nehme ich. It's okay. You can come out of there. You okay? Der Linke sieht ja aus wie ein waschechter Bayer, ne? Mit seinem schönen grünen Hut, du. Die sprechen. Das sind Deutsche. Das sind Deutsche. Sprechen Sie Deutsch? Hm. German? No,
Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. We did. Men. Ja, voll gesehen, ne? Das ist deutsche Sinn, sagen wir mal ehrlich, also. An dem Hut? Von dem Bengel? Also, ganz ehrlich, eindeutig deutsch. Ma'am. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. There. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. Ja, er hat indianische Wurzeln hier, der Kollege. Der sieht so was, der riecht so was, du. Nee. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Let me check this. Okay, looks like they go down this way. So, what happened? Gerade eine Nummer aus Nigeria angerufen. When you were fishing with Jack, said they were on to us. Sag mal, blockiert den Schatz. Continues along the shore here. As I was saying, bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. Die kann man doch schön Urlaub machen, ne? Dann kommen wir auf See, Junge. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Ja, schön, ne? Schön ist hier eben, ne? John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. Und alles haben wir kaputt gemacht, wir Menschen. Alles. An Land, alles. Und wir nehmen du. Andere Seite. Sekunde. Sekunde, so. Rosa? Rosa? Da. So like I was talking about, when Jack was real young, a long while. Hear him? He did. And we was family, you know? Guess it still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Careful. Seems deserted. Let's take a look. Hold up. Where is this guy? I don't know. But you know something? Oh, den Scheiß nicht. Much easier to defend. Maybe. Wurde gefesselt? This looks like our feller, Charles. Quick, cut him. Ich könnte aber auch mal einen Snack mir oder sowas mal reinziehen, ne? Hilfe! 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 Denn ich wusste, Mann. So, ihr Säcke. Oh,
That's them dealt with. You get them untied, and I'll see what they've left behind for us. Ja, das ging doch mal schnell, ne? Oh, schnell lang gemacht eben die Kollegen hier. Wie sich das auch synchronisiert anhört, ne? Lassen, machen Sie mich los. Das ist ja total komisch. Ein Silberring. Oh. Helfen Sie mir. Er war wieder die Säcke durchsucht hier. Als wenn er mich reinpellen wollte, sah ihm ganz komisch aus. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Hey, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. So, Kollege. Like auf. Right. Come on. I'll take you back to your family. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Betonung so, ne? Dieses ganz komisch. Stock im Arsch. Stock im Arsch. So. Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld? Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Ist er da wirklich in den Dings entgegengesprungen? Okay. Ja. So geil. So geil. Gut. It's okay. Then you out of here. Yep. Also soll ich mitkommen? Durfte ja jetzt nicht fehlen, der Stand. Das heißt, wir machen es einfach ganz anders, so wie wir es sonst auch immer machen. Wir markieren uns das. Ich will einfach mal so laufen. Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Da war. So. Hopp. Dann machen wir es eben wieder mit Wegmarkierung. GPS. Im 18. Jahrhundert hier. 19. Jahrhundert. What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Yeah. Aber er muss ihn ja verstehen. Oh, guck mal, schön der Mais hier, ne? Gute Tomaten. Ja, die kann man ganz leicht verwechseln. Ein bisschen durch unser Zosse. Easy. Ich glaube, die Tochter konnte ja ein bisschen Englisch. Vielleicht kann sie ja ein bisschen was vermitteln. Ja.
Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge, mein Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, alles klar. Ja, alles klar. Ist das typisch deutsch? Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Er hat gesagt, er hat eine Goldmine. So, jetzt ist er gerade ein bisschen platt. Aber er konnte nicht verstehen in dem Fall. Ne? Er konnte ja nicht verstehen. You were right. Oh, this place. Oh, it'd be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Das würde kein Mensch glauben, du. Ich habe einen Goldklumpen, weißt du? Ich habe gerade mal, was weiß ich, ne? Miss Grimshaw, so und so viel Kilo bekommen. 1,5 Kilo, glaubt ihr keine Sau. Heutzutage wird dir das keiner glauben. Going to make the best of it. Kapitel 3. Clint's Point. Wenige Tage später. Oh, hier ist ja alles schön. Hier bleiben wir. Normalerweise, warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Gegenstände spenden. Wenn wir das Gold da reinlegen. 300. Ich weiß nicht, was wir kriegen würden, wenn wir das einfach mal im Laden verkaufen würden. Weißt du, wenn wir das einfach mal behalten? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde es gerne mal ausprobieren wollen. Also das Gold wollte ich da nicht reinlegen. Aber hier tauscht er ja gleich ein Geld um. Eben. So, mal, was essen wir nicht verkehrt, ne? Oh, Eintopf warm hier. Ja, du kannst ja einen Vergleich machen. Hello then. You really are a very charming man, aren't you? Mal gucken, ob wir hier noch unsere Kelle abholen können hier. Jo, wir müssen was essen. So. Das Gold, das würde mich interessieren. Wenn wir 300 da kriegen würden. Zumal, was heißt kriegen? Wir spenden das ja. Ne? So, Rinder haben wir der Schüssel, du. Ja, nicht so schnell essen, weißt du, wie das ist? So, zack. So. Good morning, Arthur. Guten Morgen, Ma'am. What do you think of the place? Seems fine, for now. Yep, should buy us a bit of time, I hope. Arthur? Dann lass uns mal ganz kurz in die Koje packen. Einmal übernächteln hier. Waffenkoffer, zeig mal. Nichts drin? Rucksack tragen? Ah, guck mal. Bögen? Okay, ich verstehe. Das heißt, wir werden uns mal eine Runde hinlegen. Ja, 4 Stunden. Reicht. Aber 3 Wetter taft hält hier, du. In der Haare. Nee? Ach ey, wir haben ja auch nur noch eine halbe Stunde knapp. Ja.
Wenn man erstmal drin ist, so ein bisschen wieder eingespielt ist, dann funktioniert das. I've lost my mind, Mr. Mortimer. Lost it entirely. Nice to see you too, Reverend. I've lost it. I used to be an intellectual. Now I'm just a fool. Well, what is wrong with you two? Kommt schon wieder Büße zu Kreuze kriegen? Naja. I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. Sehr schön. I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. Enough, both of you. Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. Ich mag sowas ja, ne? Also wenn eine Frau Temperament hat, ich mag das ja. Also wirklich, ich mag das enorm. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list. And can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, Princess. Hm. Are you coming with me then, woman? Sie hat Bock auf die Scheiße zu hauen, sieht sie? Such a goddamn mouth. Oh, das sagt man aber nicht. Seine Frau denn tot oder was? Oder wo ist die? Das wirst du noch rauskriegen. Das will ich dir nicht verraten. Okay. Where's that letter? Well, are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy. You are something else. I haven't heard from you in some time. He's auch betont, ne? That your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. He ever actually even talked to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, there. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alien. Whatever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Wasn't we saw? Expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. You got work to do. Ist immer schön, wenn das mal nicht matschig ist überall. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you Oh, sie will richtig auf die Scheiße hauen, Alter. Sie holt die Knarre raus, ey. Was stimmt mit ihr nicht, ne? What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Warum hält er denn da an mit der Kutsche? Hello there.
Komm mal. Günther? Tschach heißt es hier. Post verschicken. Was? Das kostet nicht einen einzigen Cent? Bitte. Kopfgeld bezahlen, lass mal gucken. Können wir ja gleich mal machen. Ja, wir werden gleich mal 300 reinkloppen. Leider, ich muss es tun. Können wir da auch gleich nochmal bezahlen. Natürlich haben wir ein bisschen jetzt eingebüßt, aber komm. Scheiß drauf. Das Kopfgeld nehme ich auch gleich los. Ist halt so. Nicht wahr? Seine Sünden muss man bezahlen. Oh, guck mal an. Du, man hat sich neu eingekleidet, du. Nee. Wär so richtig heiß, sieht sie ja jetzt aus, Junge. Steigen sie mal auf, Frau Käuse. Nee, da geht das los hier. I think this is everything. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? Thanks. We'll give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Yeah. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. Jetzt fängt nachher dann so langsam an, das Spiel wirklich Spaß zu machen. Zum Anfang das ist immer so vorgeplänkelt. Na, aber wenn er so drin ist. Sexy sieht sie aus, ne? Mit ihrer gelben Bluse, ne? Also. Top, du. Ist das die, die sie zum Anfang gerettet haben? Weil sie sagte gerade, ihr Haus ist ja niedergebrannt und alles, was darin war und alles, was sie hatte und so. How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Oh, yeah. Go, go, go! Shit! Hat sie Bock drauf, jetzt nicht gerade? Umgeritten, eiskalt. Arschloch. So, da wird ja richtig was geboten, ne? Also, sag mal ehrlich.